So, Freunde, hallo, herzlich willkommen. Ihr kennt bestimmt alle oder manche von euch kennen den Kanal oder aus der Vergangenheit Will It Blend. Das ist ein Kanal von so einer Powerblender-Mixer-Manufaktur. Die zermixen halt alles. Der Mixer kostet aber an die 1000 Geld. Aber egal. Es geht heute geht's um... Ich habe das schon mal vorbereitet. Um den, sieht man den von oben? Okay, es geht um den Philips Pro Blend 6 3D. Der hat 1400 Watt. Das heißt, die Wattzahlen, Leute, ich sag's euch, die heißen gar nichts. Das ist einfach nur die Leistungsaufnahme. Man müsste den Wirkungsgrad wissen, damit man weiß, wie viel da an den Messern ankommt. So. Ah, ihr habt's gehört. Der Pro Blend 6 hat nämlich ein... Ihr hört's? Ein Glasbehälter, der fast laut Beschreibung, 2 Liter steht dabei, eher 1800 Milliliter, sagt die Skala, also man kann es voller füllen, aber es gibt dann nur Sauerei und ich würde sagen, Arbeitsmenge ist eher so 1 Liter, maximal 1,5 Liter, aber... Wer mixt schon so viel? Und er kommt hier im Set, Achtung, Überraschung, mit 2 so Trinkbechern. Die sind BPA-frei, das heißt, irgendwie gut. Wie gesagt, die anderen, diese Hardcore-Mixe, die sind sehr hochpreisig. Und hier haben wir, wenn ihr recherchiert, da kommt ihr zwangsläufig auf, man kommt immer auf was von Philips. Immer. Das ist wegen so blöd an der Marke, weil die bauen halt alles. Die bauen halt Fernseher, Rasierer, Nasenhaartrimmer, auch ein paar Küchengeräte und so weiter. Und, aber man kommt zwangsläufig auf den, weil er hat einen Preis in dem Set, also mit diesen Sachen jetzt. Ich stelle die mal hier so repräsentativ dazu. 125 Euro. Gibt es auch mit 2 Glasdingern, dann kostet er 150 Euro. Okay. Wir reißen jetzt mal schnell so die Spezifikationen ab, ne? Das ist alles spülmaschinenfest. Aber nach diesem Test würde ich sagen, nie mehr in die Spülmaschine tun. Außer, also so also hier, das ist noch gut. Man kann das zerlegen. Man muss es aber auch zerlegen. Leute, man muss es auch nach jedem Mixen zerlegen. Und das hier alles sauber machen. Vor allem das da. Da mogelt sich gern mal was nein, ne? Ne? So, genau. Okay, zerlegbar. Pluspunkt zerlegbar, Mittelpluspunkt, man muss es zerlegen, um es zu reinigen. Und da schenken sich alle Mixer nichts, nach dem Mixen muss man sauer machen. Das ist einfach so. Gut ist, dass es aus Glas ist, das heißt, es bleibt länger durchsichtig, weil so Kunststoffsachen, die blinden halt aus, wenn er mit dem Spülschwamm drüber geht, ne? Blindet es. Gut. Sehr geil ist, dass hier so eine Spachtel dabei ist. Und zwar ist die so gemacht. Achtung, wir bauen es wieder zusammen. Und ein Messbecher ist hier oben. Das ist ein Messbecher bis 50 Milliliter. Da kann man dann so drin rummachen. Und es erwischt halt die Messerchen nicht. Ich habe das Vorgängermodell noch, ist mit aus Kunststoff, da habe ich immer mit dem Löffel drin rumgemacht. Ja, so Metalllöffel hat man das Nachteil, man macht die Messer stumpf, ein Plastiklöffel hat man den Nachteil, man hat einen Plastikbrösel in seinem Essen drin. Okay, diese Sachen kommen alle mit. Dann hat man hier noch Eating More Fruit and Vegetables. Das sind so Rezeptideen für einen gesünderen Lebensstil. Also ihr Leute, wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann seid ihr eh schon top gesund. Also dann braucht ihr... Das kann man aber nicht mehr. Da ist beschrieben, wie das Messer aufgebaut ist. Es ist eine sogenannte 3D-Mix. Oh, was ist das? Avocado-Pesto. Haha, grün, das wird doch immer sofort braun. Ja, okay, da die Rezepte kann man vielleicht mal durchgehen. Das ist dann ganz witzig. Gazpacho, noch nie gemacht, immer gehört. In so Serien.
Selbstgemachte Erdnussbutter. Ist okay, das kann man mal gucken. Können wir die App auch mal angucken, aber nicht jetzt. Also okay, hier habt ihr ein Rezeptbuch-Ideen. Rezept-Ideenbuch. Also er ist komplett zerlegbar. Es ist kein Verkaufsvideo, weil es mir total egal, ob ihr den kauft. Solange ich den habe und ich bin damit zufrieden, ist es gut. Hier ist es... Und habt ihr es gehört? Das ist geil. Also, okay, hier, der Tisch ist jetzt nicht repräsentativ, aber auf der Arbeitsplatte, also wenn ihr so eine beschichtete Arbeitsplatte habt, da habt ihr da... Da habt ihr da Saugnäpfe! Und hier seht ihr, die Belüftung ist auch relativ ingenieursmäßig ausgekugelt. Das Stromkabel ist ein Standard-Billig-Stromkabel. Da, ich hätte halt lieber eins aus Gummi oder Silikon. Silikon wäre schon geil. Dann habt ihr hier einen Korpus aus Edelstahl. So steht es in der Beschreibung. Allerdings ist es halt Edelstahlblech. Also, es ist nur Blech. Schwer wird es durch den Motor. Also, das ist echt ordentlich schwer. Und der Motor, der macht 35.000 Umdrehungen. 35.000 Umdrehungen. Das ist ungefähr so viel wie ein Zweitaktmoped, ne? Oder ein Audi A4, nee, RS4 B8. Gut, ihr seht hier, wir haben hier drei Tasten. Oh, es blinkt immer noch. Jetzt ist off. Okay, wir haben hier P, das heißt Penis. Nee, Puls. Also wenn ihr Impulsstrahlenkanone machen wollt, braucht ihr das P. Dann haben wir hier so ein Becherchen. Becherchen, das heißt Smoothie. Und dann haben wir hier drei Eiswürfel, das heißt Eiswürfel. Also Ice Crush. Genau. Das sind die drei Programme, die man hat. Dann hat man hier noch einen Drehregler. Ich mache den jetzt einfach mal trocken an, ne? Okay. Dann, ja, diese Trinkbecher, das sah jetzt vielleicht so aus, dass man... Das ist das Schönere, dass man dann da immer so macht, ne? Nee. Man kann nämlich... Das ist schade, es hätte ruhig zwei so Messereinheiten. Nee, ich drehe das mal lieber. Ich lagere das jetzt mal lieber so. So. Schaut, Achtung, schaut ihr. Und dann kann man nämlich... Also... Kennt ihr vielleicht von dem anderen Mixer, genau, wenn man Mixer sucht, dann findet man auch immer das Nutri-Bullet. Das wollte ich aber nicht, weil da steht so esoterische Kackscheiße mit dabei und da habe ich keinen Bock drauf. Die sagen, da werden die Fasern besser zerfasert oder so ein Schwachsinn. Okay, jetzt ist er an. Schau, ich zeige euch mal, was passieren würde, wenn man hier P drückt. Man muss es gedrückt halten, dann geht er gleich aufs Maximum. Aber da ist ein komischer Schall da drin, den hört man. Ich weiß nicht, ob der hohe Lebensdauer hat. Ach, immer noch mal an. Extra fürs Mikrofon. Ich weiß nicht, sieht man es da drin besser oder soll ich wieder das Glasding drauf machen? Wir lassen jetzt erstmal das. Wenn man da Eicheflecken sieht, tut es mir leid. Dann drücken wir mal da. Oh. Und jetzt nochmal hier. Ist Smoothie, ne? Eigentlich ist es gleich, wie wenn man es so macht. Ich denke, wir machen gleich mal einen Smoothie oder sowas. Und schaut hier, die Trinkdinger, die kann man da so aufmachen. Und dann kann man da so... Die passen auch vom Umfang durch...
Rundheitsding auch in jeden Bottle-Halter. Bottle-Holder sind aber relativ hoch, finde ich. Passen 600 Milliliter neu. Der richtig 100 Milliliter. Okay, und da das. Das ist witzig. Ah, oh, was war. Okay, jetzt ist wieder. Nee. Achtung. Okay, das geht ein wenig straff. Gut, wir machen Bananenshake. Achtung, wir machen Bananenshake. Rezept für Bananenshake. Man braucht Banane. Nimm mal eins. Eins Banane. Weil für Smoothie braucht man Früchte und somit mit mehr Flüssigkeit innen drin. Also Apfel geht, Orange geht. Tue ich 200 Milliliter. Okay, wir haben jetzt Banane und grob, also es sind jetzt 200 Milliliter, weil da war ja schon die Banane drin. Gut, jetzt schrauben wir das dazu. Und tun das da rein, tun. So, Achtung. Drücken wir aufs Smoothie. Drücken wir mal aufs Smoothie, ja? Also ich hatte kurzzeitig das Gefühl, dass es anders am Schwappen ist. Das ist jetzt weniger geworden. Gut, das kann jetzt vielleicht. Jetzt muss ich schnell sein. So, das muss ich. Oh, es dampft ja. Warum ist es jetzt gekocht? Gut, dann tue ich es mal hier zu exemplarischen Testzwecken das Ding drauf. Achtung, und ich versuche Bananenmilchshake. Er ist schon ganz schön warm geworden. Ist sehr cremig. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob Bananenmilchshake immer so cremig war. Ihr könnt euch jetzt überlegen, ob wir nochmal Eiswürfel reintun sollen. Damit wir sehen, wie ob die auch zerkleinert werden. Wollt ihr? Ja, okay. Dann mache ich das Ding schnell sauber und dann tue mal Eiswürfel rein. So, Achtung. Ich habe jetzt hier acht handelsübliche Eiswürfel. Ah! Okay. Die tun wir jetzt da rein tun. Dann tun wir den Deckel drauf tun. Dann tun wir den zweiten Deckel da rein tun. Okay, vielleicht hätte das Glas auch kalt sein müssen. Und jetzt drücke ich Eiswürfel. Achtung! Okay. Ah. Also da ich ganz ehrlich, ich verstehe das nicht hundertprozentig, aber die Taste hatte der alte Mixer auch schon. Gut, so sieht es jetzt aus. Jetzt habt ihr es halt, ja, ich glaube für so Slushy oder so. So. Gut, jetzt habt ihr gesehen, wie wir eine Bananenmilch gemixt haben, wie wir Eiswürfel gemixt haben. Was anderes habe ich jetzt auf die Schnelle nicht da. Ich glaube, das reicht so grob, um den Funktionsumfang und den Lieferumfang so zu zeigen. Ja, falls ihr den wollt, dann dürft ihr, also mein Okay habt ihr. Ihr dürft ihn euch ruhig besorgen. Und sagt mir, was man mit diesem Eis macht. Wofür ist dieses Eis gut? Also wofür macht ihr das mit dem Eis? Letztendlich, ich mache damit nur Bananenmilch und Quark.
Aber sieht, so find, es macht in der Küche einen schönen Eindruck. Bisschen so. Ja. Habt ihr einen Mixer? Wollt ihr einen? Wollt ihr den? Welchen kauft ihr? Warum kauft ihr den? Schreibt alles in die Kommentare und abonniert den Kanal. Ne? Bin dann raus. Bis dann. Tschüss. Ich dürfte mich auch Sir Mixerlot nennen.